Ja, Moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Und wir sind natürlich zu Hause, irgendwie auf der falschen Seite. Ich glaube, wir spawnen halt. Wir spawnen halt. Hä? Wo hatte ich jetzt. Jetzt wollte ich gerade was Schlaues sagen und jetzt, Hä? Ah, das habe ich hier draußen hingestellt, ne? Stimmt, okay. Alles gut. Ich dachte, wir spawnen hier, aber tun wir nicht. So, heute werden wir endlich mal mit der Quest weitermachen. Ich hoffe, dass niemand hier gesucht wird. Okay, sehr schön. Schalte den WGRF-Graphton-Sender ein. Wieso ändert sich immer die Position von dem Ding? Egal. So, wir gucken mal direkt. Übrigens, es kam jetzt ein Patch raus mit extrem vielen Bugfixes. Ich habe, glaube ich, noch keinen Bug erlebt. Vielleicht bin ich glücklich oder spiele nicht viel genug. Eins von beiden. Aber naja, gut. So, eins nach dem anderen waren wir gerade, ne? Dafür müssen wir hier hin. Hol dir das Wassertestkit von Keisha McDermott. Ja gut, das ist direkt hier in der Nähe. Da können wir hinlaufen. Und vielleicht werden wir auch irgendwo mal ein Zelt finden. So. Ah ja, stimmt. Wir haben ja jetzt ein Visier. Wir gehen da hoch zu dem Roboter. Der Roboter wollte nämlich, dass wir ein Visier mitnehmen. Haben wir jetzt. Und ich habe Durst. Ich habe wahrscheinlich nichts zu trinken am Start, ne? Naja, was soll's. Trinken wir ein bisschen Nuka-Cola. Ich muss sagen, die Waffe ist extrem groß, ne? Die ist auf dem halben Bildschirm. Obwohl es so ein kleiner Revolver ist. Aber naja. So, brauche ich überhaupt noch Holz? Ich weiß ja nicht. Ich brauche Schrauben. Schrauben ist das, was wir jetzt brauchen. Ganz, ganz viele. Weil ich habe natürlich meine Werkstätten aus irgendeinem Grund auseinandergebaut. Ich weiß nicht mal warum. Ist ja auch egal. Wir werden schon welche finden. Apropos, gibt es hier eigentlich eine Suchenfunktion? Details? Dafür muss ich zu Schrott gehen, ne? Ach, ich habe ja momentan keinen Schrott. Doch, habe ich. So habe ich Schrott. So, Blei. Aber da steht nicht, was da drin ist. Das heißt, es gibt Versuche markieren. Okay, es gibt Versuche markieren. Schraube. Sehr schön. Wir laufen nur Macken. Nö, ich bin faul. Ich muss kurz mein Inventar entleeren. Also, es geht nicht anders. Na gut. Wir sind schon Stufe 10. Nice. Alter. Bin begeistert. So, dann reisen wir halt da oben hin, weil ich will jetzt nicht so viel Zeit verschwenden. Auch guck mal, Essen. Sag mal. Was ist denn los mit euch? Lass mich zu Hause in Ruhe. Da knabbern die an meinem Zuhause rum. Ich fasse es nicht. Na toll. Die Tollwütige weiß nicht genau, ne? Naja, ich bin ja nicht krank geworden. Alles gut. Und Kleber brauchen wir. Den Klaus Kleber. Wir müssen mal nach Klaus Kleber suchen. Klebstoff. Kleber. Haben wir Kleber hier? Nö. Natürlich nicht. Naja. So, Okay. Transfer. Hallo? Sämtlichen Schrott abladen? Hä? Also, habe ich. Das war sehr seltsam. Es hat irgendwie nicht funktioniert. Auf jeden Fall habe ich kein Gewicht verloren, oder? Wenig, wenig bis gar nicht. Wir müssen Gewicht loswerden, bevor wir losgehen. Nur deswegen habe ich ja gebaut, weil ich halt überladen war, ne? So, Waffen. Ach Gott, ja gut, dann legen wir das mal alles ab hier.
Kleidung. So, alles, was wir nicht brauchen, kann weg. Hier, da, hier, den Scheiß. Old Possum. Muss echt gucken, ob da irgendwelche Sachen sind, die vergammelt sind. So, weg mit dem Erz. Wiegt das auch irgendwas? Hat auch Gewicht. Schwarzes Titanerz habe ich sogar. Na gut. Das muss erstmal reichen. Und jetzt zählen wir uns dahin. Na gut, dann laufen wir doch dahin. Es gibt keinen Sinn, dann irgendwie da in die Nähe zu teleportieren, weil wir schon in der Nähe sind. Und ich muss jetzt aufpassen, was ich mitnehme. Man muss hier echt alles verwerten, weil man nicht so viel tragen kann. Ich meine, ich kann es verstehen, das sind halt Serverkapazitäten, die da verloren gehen. Aber es gibt halt so die ein oder andere Sache, die mich dann halt doch schon stört. Das mit dem Lagerplatz ist nur eine davon. Ich meine, man kann es ja verstehen. Man kann es ja verstehen, dass die da nicht unendlich machen können, wie bei Fallout 4. Du konntest halt unendlich voll machen, aber da warst du auch der Einzige. Das war auch nicht mal ein Server, weil alles auf deinem PC abgespeichert wurde. Ist egal, dass die Datei größer wurde. Aber hier sind halt tausende von Spieler und die packen was in ihr Koffer und dann spielen sie einfach nicht mehr und dann liegt das da und verbraucht Serverkapazität, was Geld kostet. Und da wir hier ja nicht monatlich zahlen, sondern nur eine Festgebühr am Anfang bezahlen, es geht schon ins Geld. Es geht schon richtig ins Geld. So. Ist die Trolle überhaupt noch hier? Naja, und PvP ergibt für mich jetzt momentan noch keinen Sinn. Es wird wahrscheinlich irgendwie Events geben oder so. Aber einfach so in der Spielwelt jemanden umbringen, das bringt nicht allzu viel. Wo ist die Trolla? Existiert die überhaupt noch? War das jetzt einmalig? Oder läuft sie komplett in der Spielwelt rum? Och Mann. Hätte ich doch direkt eins mit Visier dabei gehabt. So, Kack. Ja gut, gehen wir die Quest nach. Kann man ja auch nicht riechen, ne? Vor allem waren wir hier schon und die war vorher nicht hier. Ja, ich meine, was bringt es, die andere Spieler umzubringen? Ich meine, du kriegst halt einen Teil des Schrotts. Okay, ist schon wertvoll, ja. Aber du musst dann ziemlich schnell raus das Ganze abgeben. Was sagt ihr zum PvP-Modus? Alle, die das Spiel spielen oder die bei mir schon zugeguckt haben, positiv ist natürlich dann, dass die gesucht werden, die anderen Spieler auf der Karte nicht sehen können. Negativ ist, dass die meisten hier sowieso in einer Party spielen und dann kann ein Kollege warnen, hey, da läuft jetzt einer direkt auf uns zu. Da wundert es mich halt auch, dass dieser eine Typ da plötzlich abgehauen ist. War das jetzt random? War das Zufall, dass er sich da ausgelockt hat? Ich weiß es nicht. Für mich kam das richtig panisch rüber. Irgendwo in der Ecke stellen, ausloggen. Aber ich habe das Geld bekommen, von daher. Egal. Ja, wir werden sehen, was noch hier mit PvP passiert. Es wird definitiv auch PvP-Events geben. Nehme ich mal stark an. Ich hoffe, es wird Events geben. Also es gibt ja Events, aber richtige Events. Ich bin auch gar nicht da. Ah, der Friedhof. Also Achim hat mir tatsächlich Informationen gegeben, wo ich diesen komischen Schatz von diesem Typen finde. Ich bezweifle, dass ich den irgendwie finden werde. Also. Ich bezweifle das mal stark. Ah, Klammerbox. Oh, cool. Leckt ein bisschen der Server. Wollen wir dem Ganzen noch einen Versuch geben? Ach, guck mal, was wächst denn hier? Schlampone. War das Ding schon immer vorher ausgehoben? War das schon immer eine Schaufel? Ausgehoben war es, aber die Schaufel war nicht da, oder? Naja. So, haben wir jetzt eine Schaufel. So. Man stellt sich hier auf das Grab, hat Achim gesagt. Weil ich... Achim.
Ich guck mir deinen Kommentar nochmal raus, ne? Lass mich in Ruhe, Bot. Lass mich in Ruhe. Ich bin im Kommentar angucken. Das ist unfair. So. Der Schatz seiner Ersparnisse findest du, wenn du hinter der Kirche gehst, das letzte Grab auf der rechten Seite, das rechte Grab da draußen aus, gehen über den Fluss, den Hügel hinauf und nach einer abgesägten Baumstumpf Ausschau halten. Dinge, die ich getan habe. Dinge, die ich nicht geschafft habe. Kurzer Leck, das liegt daran, dass ich wieder ins Spiel gegangen bin. Ich gehe hier über den Fluss. So. Abgesägter Baumstumpf. Ich bin einfach zu dämlich, um Schätze zu finden. Also, ich bin zwar ein guter Kopfgeldjäger, ne, aber... Schätze? Ich meine, wenn ich sagen würde, dass das hier eine Lichtung ist, dann muss das doch hier sein. Ich sehe hier einen Baumstamm, ja, wow. Also Achim meinte weiter rechts. Wir waren weiter rechts. Ich war verdammt weit rechts. Ja, alles abgesucht. Ich bin zu dämlich für Schatzsuche. Ganz ehrlich. Würde es in der Schule ein Fach Schatzsuche geben, ich hätte dann eine 6 bekommen. Ich sehe keinen Baumstumpf. Ich sehe den einfach nicht. Das ist, als wäre ich blind. Ich bin nicht in der Lage dazu. Keine Ahnung. Ja, genauso wie mit der Waldschatzkarte. Ich habe da 3 Stunden lang gesucht und nichts gefunden. Ich meine, ich gehe jetzt hier den Hügel hoch. Ich bezweifle aber irgendwie stark, dass ich hier irgendwo einen Baumstumpf finde. Nee. Ich meine, Achim, ich kann verstehen, dass du dich jetzt gerade aufregst wahrscheinlich und auf deinem Monitor draufschlägst. Ich kann da nichts dafür, ich bin zu dämlich. Ich bin einfach zu dumm dafür. Ich glaube, in meinem Hirn fehlt einfach ein Stück. Das ist mir wohl aus der Kindheit aus dem Kopf gefallen, wo drauf steht Schatzsuche. Zero ist einfach nicht in der Lage, irgendwas zu finden. Lass mich in Ruhe. Nee, tut mir leid, Leute. Auch wenn es euch wahrscheinlich aufregt, weil ihr mir die ganze Zeit zeigen wollt, wo das ist. Ach, guck mal. Der ist aber nicht abgesiegt. Ach, nicht vergessen. Nicht vergessen. Die Responder sind anständige Leute. Sie geben verdammt nochmal ihr Bestes. Aber es sieht nicht gut aus. Und... es wird schlimmer. Wie auch immer, das ist eine Erinnerung an mich selbst. Eine Erinnerung an diese Waffe. Sie ist meine Versicherung, falls es richtig schlimm wird. Falls die Nahrung oder das Wasser ausgehen, dann entscheide ich selbst, wie ich diese gottverdammte Welt verlasse. Ich werde nicht leiden, nur um hungrig und alleine zu sterben. Das bringe ich nicht fertig. Es war tatsächlich einfach nur geradeaus. Das habe ich gemacht, Leute. Ich schwör's euch, das habe ich gemacht. Ich bin da einfach geradeaus gegangen. Ich habe es nicht gefunden. Es ist wirklich da geradeaus. Ich bin da nicht gut drin. Ich bin da einfach nicht gut drin. Das muss man sehr einfach mal zugeben, ne? So. Wassertestkit. Überlebensgeschichte Keisha McDermott. Also, Dasa hat uns alle gebeten, unsere Geschichten für die Nachwelt zu dokumentieren. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Hi, ich bin Keisha McDermott. Als die Bomben fielen, war ich in Watoga an der Organisation eines Wissenschaftsfests für die Highschool-Schüler beteiligt. Das Thema war die Zukunft der Energie. Nach den Bomben herrschte überall Chaos. Ich musste nach Nahrung suchen. Gerade
geradezu tollwütige Überlebende abwehren. Es war ziemlich übel. Ich traf ein paar Kids aus der Highschool, deren Eltern nicht überlebt hatten. Und wir fanden eine Weile lang gemeinsam in einem alten Haus Unterschlupf. Nach einer Weile schaffte ich es, ein altes Radio zu reparieren. Und wir hörten eine Mitteilung der Responder. Wir konnten uns vor Freude kaum halten. Doch die Reise von Watoga nach Flatwoods war hart. In den Bergen begegneten wir ein paar Arschlöchern, die unser Essen und unser Wasser stahlen. Ich war unglaublich froh, die Responder in Flatwoods zu finden. Zelte für alle. Offene Küchen. Medizinische Versorgung. Schutz. Wir waren endlich sicher. Es gab da aber ein Problem. Die Wasserquellen waren stark verschmutzt. Die Leute kochten das Wasser ab, aber nicht lang genug, um es trinkbar zu machen. Also meldete ich mich und sagte, ich kann ein Gerät bauen, um die Kontaminierung zu testen. Und ich kann euch zeigen, wie man Wasser richtig abkocht. Und das habe ich auch gemacht. Die Welt wird wieder besser, aber nur langsam. Und wir müssen dafür sorgen, dass nicht wieder alles zusammenbricht. Dafür brauchen wir nur Zeit und Engagement. Nun ja, Zeit, Engagement und Wissenschaft. Tja, wie das Ganze ausgeht, das wissen wir ja bei den anderen Fallout-Spielen. Nicht gut. So, ich habe keine Ahnung, ob da hinten irgendwo einer von diesen Wasserdingern war, aber ich weiß, dass hier einer ist. Weil wir am Anfang, als wir das Let's Play angefangen haben, sind wir hier halt lang gegangen und haben uns gefragt, was ist das? Und jetzt wissen wir, was es ist. Ist da gerade irgendwas aus dem Boden rausgeschossen? Nö, ist nur noch Wasser. Alles gut. Das muss ich nicht essen. Ich habe genug Nahrung. So, da ist es. Hä? Teste eine Wasserprobe aus dem Fluss. Teste eine Wasserprobe aus dem Fluss von Flatwoods. So, Wasser ist kontaminiert. Ja, das merke ich selbst, wenn ich mich reinstelle. Okay. Aber man ist ja trotzdem da irgendwie. Ach, weißt du was? Dann müssen wir doch da hinten machen. Aber zumindest wissen wir, dass das Wasser da, wo wir waren, kontaminiert ist. Das heißt, wenn wir irgendwo Wasser finden, wir haben ja einmal so einen Fluss weiter im Norden gesehen, oder Fluss, See, Teich, und ich glaube, da war das Wasser recht steril. Wobei, stilles Wasser. Sah ein bisschen paradiesisch aus, ja. Ich bezweifle, dass es irgendwo hier Wasser ist, gibt, das nicht kontaminiert ist. Es sei denn, es wurde aufbereitet. Okay. Kuh hat mich erschreckt. Ist einfach aufgeploppt, ey. So, guck mal, da ist ein Zelt. Ich bezweifle stark, dass da eine Gitarre ist. Aber momentan habe ich keine Hoffnung, dass wir irgendwann mal diesen Schatz finden. Das heißt, ich suche eigentlich nur nach einem Zelt und eine Gitarre ist. Mehr will ich nicht. Oh, Station. Oh, hi. Cool. Ihr kriegt was mit dem Beil. Oh, cool. Ihr habt da also nichts drin, ja? Hast du irgendwas für mich? Eine Haarbürste. Ja, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch nach Holz suchen sollte. Aber cool, am Schlafen gestört. So.
Gut, ich sehe keine Gitarre. Schade. Hätte ja sein können. Auch ich habe manchmal ein bisschen Glück. Ach, ich hätte gar nicht so ein Ding suchen müssen. Ich hatte die Gerätschaft dabei. In Kishas Labor. Okay. Bin hin und her gelaufen hier. Brabin! Oh, hab ich Schaden bekommen? Ja, ein anderer Spieler würde ich schon töten. Vielleicht kriege ich dann irgendwann die Erfahrung in 10 Folgen. So, Kishas Labor. Ist das in der Kirche? Es ist ein bisschen unheimlich, wenn man Schritte hört. Bin ich eigentlich der Einzige, der hier noch im Anfangsgebiet rumgammelt? Ja. Nein. Untersteh dich, Zero. Der ist zu weit weg. Wenn wir mal genug Kronkorken haben und alles kennen. Oh, Splittergranaten. Dann können wir das gerne wagen, aber... Ich will jetzt nicht jedes Mal, wenn wir irgendjemanden sehen, eine halbe Weltreise machen. Hallo, hast du was Gutes zu verkaufen? Die Desinfizierung der oh, der freiwilligen Botter. Achso, ich wollte gerade sagen, der hat gar nichts. Abgekochtes Wasser. Bitte bereitstellen. Ich nehme jetzt eine Patrone. Das ist ganz seltsam. Zahle dafür 3 Kronkorken. Und schon hat er 200 im Inventar. Also, manchmal. Freiwilliger, die Desinfizierung. Ich hoffe, behalten wir mal. Einfach nur, um sie zu haben. Abgekochtes Wasser. Bitte bereitstellen. So, Clowns Outfit, oh, die behalten wir. Ja, das kann weg. T-Shirt und Hose. Oh, kann auch weg. Jetzt haben wir schon 10 Kronkorken zusammenbekommen. Hui. Freiwilliger, die Desinfizierung der Ausrüstung. So, das kann alles weg. Ich muss jeden Kronkorken zusammenkriegen, den ich kriegen kann, ey. Ja, außerdem nehmen wir ein bisschen Platz von unserem Inventar weg, was auch nicht schlecht ist. Baseballschläger-Mod. Freiwilliger, die Desinfizierung der Elfenbeingriff. Das hört sich alles so gut an, aber ich hab 95 Kronkorken. Ich habe schon mal bei ihm was gekauft letztens und das war schon zu viel. Und guck mal, eine Sonnenbrille. Keramikschale, ne. Ich darf nicht mehr alles mitnehmen. Wir müssen jetzt echt ein bisschen differenzieren, was wir haben möchten und was nicht. Weil im Endeffekt brauche ich Kleber und Schrauben. So, Wasserprobe analysieren. Wassertyp schmutzig, Krankheit ernst. Fazit, die Wasserqualität hat sich seit der letzten Probe an denselben Koordinaten nicht verbessert. Freiwilligenstatus wird aktualisiert. Ja, cool. Oder. Dies ist mein erstes Interview mit einer anderen Überlebenden. Kesha. Ups. Ich dachte, es geht weiter. Aber es ergibt eigentlich auch keinen Sinn. Wo... Wo ist das Holos da, ne? Überlebensgeschichte, Wahrzeichen, Tagebuch. Wasser. Dies ist mein erstes Interview mit einer anderen Überlebenden. Kesha McDermott. Wir haben uns getroffen, als ich einen Nuka-Cola-Automaten aufbrechen wollte und sie mir eine andere Methode gezeigt hat. Kesha... Kannst du uns erklären, wie wir sicher gehen können, dass unser Wasser trinkbar ist? Halt dich zu Trainingszwecken am besten nur an die Grundlagen. Es ist gar nicht so kompliziert. Man muss Wasser finden und alle großen Partikel und Stücke aussieben. Dann kocht man es in einem Topf 1 bis 2 Minuten und lässt es abkühlen. Das sollte reichen. Wie Tee machen, oder? Kostenloser Kochunterricht. Ja, das kennen wir schon, aber ich nehme es trotzdem mit. Du bist vor einer Weile den Respondern beigetreten und hast dabei geholfen, ein Trainingsprogramm für die Freiwilligen zu entwickeln.
Warst du auch schon vor all dem eine Überlebenskünstlerin? Das könnte man so sagen. Ich habe Kinder an der Highschool unterrichtet. Genau darüber habe ich mit meinen Studenten gesprochen. Die praktische Anwendung der Wissenschaften. Es ist faszinierend. Aber man weiß nie, wie nützlich manche Dinge irgendwann einmal werden. Oder? Gratiserfahrung. So ist es. Also, tun wir einfach so, als wären wir deine Studenten. Was würdest du uns über die Welt erzählen, in der wir leben? Wie überleben wir am besten? Gut, dass du diese Frage stellst, Dasa. Zuallererst würde ich euch raten, ruhig zu bleiben und euch auf das Überleben zu konzentrieren. Als erstes solltet ihr sauberes Trinkwasser beschaffen. Wahrscheinlich findet ihr nur schmutziges Wasser. Aber halb so wild. Das lässt sich beheben. Schmutzwasser birgt ein geringes Krankheitsrisiko und ist zudem leicht verstrahlt. Wahrscheinlich überlebt ihr, wenn ihr es trinkt. Aber dieses Risiko solltet ihr nicht eingehen. Es ist jedenfalls besser als giftiges oder komplett verstrahltes Wasser. Echt jetzt? Egal. Passiert. Da vibriert meine Hose. Ah, gut. Ich suche hier nach Schrauben. Ja, es war jetzt sowieso nicht so spannend, das Ding. Also, ich werde es jetzt nicht normal anschalten. So, habe getan, was ihr wolltet. Daten werden zur weiteren Analyse an Responder Keishas Terminal übertragen. Ein Freiwilligenstatus wird in der Responder-Datenbank aktualisiert. Sie müssen eins weiteres Experiment für die Responder abschließen, um ein voll ausgebildeter freiwilliger Responder zu werden. Kurs wird auf ihre externen Hardware übertragen. Okay. Eine Sache müssen wir noch machen. Eins nach dem anderen. Was muss ich jetzt machen? Suche Devil Winters in Personalverzeichnis. Okay. Verstärkte Lederrüstung. Personalverzeichnis. Winter. So, letzte Anmeldung 24.07.96, letzter Aufenthaltsort Delbert's House, Unterkunft 21 Bridge Street. Anmerkung, leitet in Flatwoods die Küchen und das Mitbringessen. Führt für überlebende Kurse über Lebensmittelsicherheit durch. Ah, okay, das ist dieses gratis Kochkurs-Ding ins Kirchens. Na, ich verstehe schon. Ja gut, dann gehen wir dahin. Ich meine, das alles hätten wir alles schon in den ersten Folgen machen können, aber ich war zu sehr damit beschäftigt. Andere Spieler zu töten. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, das ist dann Zukunftsmusik. Wir sehen uns morgen und zwar an dieser Stelle wieder. Ach, den haben wir doch schon mal gesehen. Da haben wir seine Sachen noch nicht gelootet gehabt, weil wir überfüllt waren mit Zeugs. Ja, dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge wieder und Delbert Sonnenbrand. Cool. Tolles Rezept. Haut rein, euer Zero. Tschüss.